Allerseits, hier ist der Tempelhof Peter, QTH Bestensee. QTH Bestensee, leider nicht allzu hoch, 60 Meter über Normal Null. Wir haben außerdem noch wieder den 13 Delta November Mike am Bismarckturm bei Zedenick. Dann haben wir den Alpha Delta auf dem Stahlwerk Dreieck Spreeau. Die Wurstock-Station ist in Joachimsthal unterwegs. Also sind viele Stationen, der Columbo ist auf dem Funkerberg zum Beispiel, viele Stationen, die unterwegs sind. So, dann rufe ich mal CQ-SSB Berlin-Brandenburg. So, ich habe Fürstenwalde gehört, das war bestimmt der Steinbock. Ja, Grüße, ja, vom Steinbock 03. Ja, klappt heute ganz gut. Ja, und ich kann dir Radio 5 geben und eine 7 bis 8, ne? Also klappt recht gut, ja. Meinst du dir? Alles klar, Steinbock 03, du bist auch Radio 5, Santiago 4 bei mir. Dann bleib bitte in der Leitung, ja? Roger, ja. Roger, hallo, dann war die OT 144 mit 5 und 9, hallo. Ja, schönen guten Abend nochmal in die Runde hier von der 1-3 aus der Tango 1 geht hier Dreieck Spreeau auf Niedersdorf. Alles klar, wunderbar. Dann bleibt bitte auch in der Leitung. Ich hatte nebenbei noch schon gehört, Ascona mit 5-1. Hallo Ascona nochmal. Okay, Bodenblick. Ja, der Ascona meldet sich nochmal rein. Die Ascona-Station? Ja, der Ascona, der Nils aus Berlin-Lichtenrade wünscht recht schönen guten Abend. Alles klar, Ascona mit 5-1. Du bleibst bitte in der Leitung. Ja, Roger. Ruhig, Potsdam bitte. So, der Maulwurf ist mit 5-0 Potsdam auch gehört. Also der Maulwurf mit 5-0, der andere wird wahrscheinlich dich nicht hören. Maulwurf, Radio 15, Gabe 0, ja? Dankeschön. So, dann hatte ich noch Potsdam gehört. Hallo Potsdam. Ja, grüß dich, Timber, Peter. Hier ist den 13 Alpha Fuchs am Mikrofon in Frank. Potsdam. Hallo Frank aus Potsdam, ja, Radio 5, Roger? Ja, Alter, danke. Hör ich hier mit Radio 3 auf dem Funkerberg? Ja, Columbo hört dich mit Radio 3 auf dem Funkerberg, bei KW. Da nochmal Richtung Potsdam, Frank, ne? Ja, richtig, Potsdam hier. Alles klar, ja, also, wenn wir gucken, die Wurstock, ja, Erik, ich höre dich mit Radio 2, ne, aber ich hab dich auf jeden Fall gehört. Und ich denke mal, dass der André denn das Mikrofon auch zu dir nach dem Frank gibt, ne, Roger? Ja, da macht ja nichts. Radio 3 ist 0, geht doch in Ordnung. So, jetzt habe ich ein paar Stationen notiert. Ich hatte noch den Fetzenflieger. Hallo, Fetzenflieger? Ja, der Fetzenflieger ist auch da. Die besten Tagesrevision rüber. Wir hatten ja schon miteinander gesprochen. Ja, Roger, das ist auch nur, damit der André sich das notiert nochmal. Alle Stationen, die mir schon guten Tag gesagt haben, dass der André sich die Station nochmal notiert. Deswegen Fetzenflieger, ne? Also du auch Radio 5 bei mir. Ja, Radio 5 bei mir genauso und Santiago 1-3. Alles klar, so. Ich gebe das Mikrofon jetzt mal zum Alpha Papa. So, die meisten Stationen wirst du gehört haben. Nimm das Mikrofon zum Alpha Papa und dann geht's weiter zum André. Bitte, Alpha Papa. Ja, schönen guten Abend an alle angeschlossen. Ich habe sie alle gehört. Die Wurstock leider nur mit Radio 2, aber trotzdem verständlich, wenn kein anderer Durchgang da ist. Ansonsten, ja, die besten Grüße und gutes Gelingen heute Abend. Alles klar, dann gib du das Mikrofon dem André, bitte. André, bitteschön.
Ich versuche mal zum Pendel, Pendelfahrt kommen.
fertig? Ich habe es schon lange nach. Okay, schreiben Sie mir mal, war nicht aufzunehmen. Okay, Seppo und Peter, ich gebe dann jetzt wieder mal das Mic an dich zurück. Wie gesagt, wir sind gerade ganz kräftige Station auf FM. Wird ein bisschen schwer, also nicht böse sein, wenn ich jetzt nicht gleich reagiere, dann höre ich es nicht. Okay, Mic zu dir, Seppo und Peter. Ja, André, na klar, das kennen wir ja vom letzten Mal, aber wir kriegen das schon, ich glaube, dass es später besser wird. So, mal sehen, Erik, konntest du Stationen hören, Erik? Erik Repeller? Also ich hab verstanden, du hast gesagt, das hat keinen Sinn. Erik, okay, vielleicht später nochmal, okay. Ja, okay, habe ich verstanden. So, CQ SSB Berlin-Bando, bitte. CQ ist es, Nö, in der Station, hallo Fisch. Ah, ich bin nun ab der letzten Runde hier. Ja, Fisch 59, ja? Weiß ich noch nicht, ja. Ah, ich hatte ja 1920 Uhr. Immer bin ich auf Kanal 6. Dankeschön. So, da sind da Stationen noch, die da sprechen. Bitte schön für die SSB-Runde Berlin-Brandenburg. So, da waren noch Stationen für die SSB-Runde Berlin-Brandenburg, bitte. Sekunde, SSB Berlin-Brandenburg. 0820. Hallo, 0820, grüß dich, Radio 5. Ja, danke dir, Peter, für die Radio 5. Bei mir kriegst du ebenfalls Radio 5, Santos 7 hier bei mir. Ich hab da im Hintergrund Überreichweite noch drauf. Die schmatzen noch von FM durch da, ne? Alles Gute noch, immer viel Spaß mit den heutigen Abend da. Und möge da wieder mal, ja, eine größere Anzahl an Cousins heute sein. Ja, Holstein, ja, wir nehmen es so, wie es ist hier. Ist egal, aber so ist es nun mal, ne? Ja, okay, dankeschön. Bleib bitte in der Leitung, ja, OT 028. Alles klar. Probier nochmal CQ, SSB Berlin-Brandenburg. Foxtrot 1. Bitte nochmal. Foxtrot 1. Hallo Marconi, ich muss mal gucken, ob ich dich nicht schon notiert habe vorhin. Marconi Station, nee, habe ich noch nicht. Ja, Marconi, 5 und 9 natürlich. Alles klar, Andreas, bleib bitte in der Leitung, ja? Okay, so, wer war denn noch bitte? Foxtrot 1. Hallo, Foxtrot 1, wo bist du? Jo, hallo Peter, schönen guten Abend. Ja, ich bin im Garten, hier mit ungefähr 12 Watt und du bist hier 5 und 5, Roger. Ja, danke schön, Andreas, du bist 5 und 0, sauber zu verstehen hier, besten Sie. Ja, alles klar, geht gut, freut mich, danke schön, 73. Alles klar, bleib mal in der Leitung, Foxtrot 1, ja? Ja, Roger. So, dann ruhig doch mal, wie cool ist das Ding in dem Bando? Da hat noch jemand aus Karin gerufen? Die Schwalbe, war das die Schwalbe? Ja. Schwalbe, warst du das? Ja, Peter. Kommt rede mal früher, hörst du mich? Jo, Schwalbe, Radio 2, Santiago 0 in besten See, Roger? Roger, du bist Radio 4. Kommt noch drüber, hast du die F4, Radio 5? Da habe ich noch die Nonni-Bilder vorgehört hier aus Werder heraus. Da Radio 4, Steinbach, 3, Radio 4, Becker-Station. Alles klar, Schweiler. Dann gebe ich mal auf zur Bismarck-Höhe. Bismarck-Höhe, konntest du eben die Schweiler hören? Jo, ich konnte sogar noch ein paar mehr hören. Warte mal, ich nehme jetzt hier mal kurz die Rundfunkstation. Danach zeigt Mike Alpha. Ich gehe, die hat die gerufen. Peter, wenn das hier recht ist. Ja, Holscher, bitteschön. Renault-Station kommen. Einen wunderschönen guten Abend von der Renault-Station hier. Radio 5, Santiago 5. Danke, Renault 5 und 7. Leider hast du im Hintergrund. Guck dir erstmal nach Luther Legin, bleib im Hintergrund. Mike Alpha, Luther Bälle kommt. Rainer, Mike Alpha. Rainer, bleib mal bitte im Hintergrund, zurück nach Dorn und der Bruno, der Bravo Papa 21 aus Berlin.
Ja, da schreit noch jemand aus dem Norden. Ich hab den Hotchapi vernommen, André. Das war bestimmt aus dem Norden. André, da hat bestimmt noch jemand aus dem Norden. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ne? Den Hotchapi habe ich vernommen. Das war bestimmt entweder Radio Uckermark oder noch weiter nördlich. Nee, also wenn das Hotchapi ist, das ist meistens Sachsen-Anhalt, der Polarbär. Radio Uckermark hat kein Hotchapi. Oh.
Jo, danke, danke. Alles angekommen. Ja, wie gesagt, hier die 9 Alpha hier, wundervolles Wetter. Kommt bei mir mit, ja, ein bisschen schwächer als der Peter mit der 3 und der 7 bis 8 so ein bisschen schwanken. Ja, mit Signal hier eine 757 hier in Johannesthal. Ja, hier der Pac-Man, der Heiko, heute wieder mit Test auf Bauern. Grüße in Bernau, Schwadebeck. Hi, bring mal. Ich bin Thank you.
die letzten Zahlen haben wir noch letzten Sie eine Radio 4 bis 5 und hier so eben eine S1. Dankeschön, Klaus. Ich wünsche dir einen schönen Abend, ja? Vielen Dank, wieder. Alles Gute. Ciao. Ciao. Höre Heiko, Beckmann, Schorneberg, hörst du mich? Ja, ich kann nicht hören und die Werte sind dieselben, weil ich teile mir mit Oskar Tango 22 heute das Gerät. Dankeschön, also du kommst auch hier rüber nach Westensee. Ich frage mal, OT223 ist auch gehört, OT223, Radio 5, Roger? Jo, schönen guten Abend, Peter, lange nicht gehört. Ich bin hier im Sommer, QTH, Stadtgrenze Lichtenrade und du bringst hier eine saure 5 und 4. Ja, dankeschön, OT223. So, und dann war eine Station, die ist auf der Bismarck-Höhe, nicht auf dem Bismarck-Turm, auf der Bismarck-Höhe bei Werder. Auf der Bismarck-Höhe bei Werder. Mikrofon zu dir, konntest du einige Stationen hören? Aber wahrscheinlich hat er schon abgebaut. Alles klar, so, wir sind jetzt mit dem OT223 schon 36 Stationen mit dem OT223. Und ich rufe nochmal CQSSB Berlin-Brandenburg. Ein Break da mal. Roger, so, die Station aus Lichtenrade, wer war das in Lichtenrade? Ja, die 223. Ah, okay, OT223 Lichtenrade, alles klar. Du hast auch den Morgen hören können, ja? Jo, den habe ich gerade aufnehmen können, richtig. So, Maulwurf, Mikrofon zu dir. Jo, zu dir auch beste Abendgrüße und habt alle noch einen schönen Abend. Dann Binner, Mike zu dir und der Sascha, der hält sich jetzt erstmal. Alles klar, so, dann rufe ich nochmal CQSSB Berlin-Brandenburg. Hey, vom Donald aus Frodo. Ja, wunderschönen guten Abend, hier ist der Detlef aus Marienfelde, der Balu. Hallo Balu, grüß dich Detlef, Radio 5, Roger. Roger. Gut, also ich bin Autobahnausfahrt dessen See, bist du also gut zu hören. Bleib bitte in der Leitung, ja? Jo. So, dann waren noch weitere Stationen für die SSD-Runde Berlin-Brandenburg, bitte. Da war der Wung. Jo, grüß dich, Peter. Jo, hallo Wung, grüß dich. Guten Tag, Peter, danke. Und dann, die Leute aus Katango 428 hier. Der Blue Sky, der Deckman und meine Heimer, wir stehen hier in Schwanebeck hinter der Mülldeponie. Wunderschönen guten Abend. Jo, Wum, du bist mit Radio 3 St. Jahre 0 in Bestensee aufzunehmen, ja? Super, danke dir. Gut, mach weiter. Roger, Roger, so, denn da irgendwas mit 4008, bitteschön. OT4 und dann 00, glaube ich, da und bitteschön nochmal, die OT4. Dann hole ich nochmal CQSSB Berlin-Brandenburg. Ja, bringt Milchkutscher hier. Hallo Milchkutscher. Ja, grüß dich wieder. 5 von 9 hier wie immer, prima zu verstehen, obwohl die Störungen sind, ne? Und André auch gleich hier 5 von 8, dann grüße ich hier die ganze Runde dann an Mögtippe Schwanebeck. Und auch natürlich Grüße zu Mario, Nadine und mir. Ja, wenn Klaus noch hört und eine schöne Grüße an Klaus auch und Micha wird bestimmt auch noch hinkommen. Erstmal Mikrofon zurück zu Peter. Grüßen Sie rein. Kannst du mich antworten, Gerald? Ja, danke, danke, Dito. Alles klar, ja, 73 gesagt. Jo. Sind wir Schwanebeck bei Halberstadt? Das war nicht nördlich. Schwanebeck ist hier bei Bernau. Alles klar, okay. Ja, ich als Ortsfremder. Ja, aber ein Abgrüßer vom Nordlicht. Gut, so. Alles klar, so, dann rufe ich nochmal CQSSB Berlin-Brandenburg. Nur mal jawohl. Luko hier. Jawohl, da war einer. So, da war erstmal eine Station aus Luko. Wenn das an mich ging, ich bekomme nicht sehr schlecht, vielleicht eine 1 im Radio, boah, kaum verständlich, vielleicht eine 3 oder so. Die 13 aus Katango 428, gibt es Uko, Operator Name Ferdinand, grüß dich aus Steglitz. Ach so, Uko, ja, wie ist dein Skip nochmal, Ferdinand, buchstabieren wir dein Skip? Richtig,
richtig, der Ferdinand am Mike. Die 13 Oscar Tango 4288. Liebe Grüße in die Runde. 13 Oscar Tango 4288, ja? Ganz richtig. Alles klar, Ferdinand, das Radio 5 im besten See, Roger? Ja, war unverständlich. Du hast bei mir Radio 5. Ich bin an der Autobahnausfahrt besten See. Okay, das kam rüber. Bei mir, wie gesagt, bist du auch Radio, also Santiago 5 Radio. Ich kann mich nicht entscheiden. Du bist kaum verständlich. Ja, bei mir bist du unverständlich. Alles klar, bleib bitte in der Leitung, ja? Mach ich, danke dir. Ja, dann ruhig nochmal CQ, SSB Berlin-Brandenburg. Ja, Bruder, das ist Bruno, Donald. Hallo, Koma-Station, Radio 5. Ja, 5 Uhr. Ja,